Die Internetkriminalität ist weiterhin auf dem Vormarsch. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Internetkriminalität, noch von Cybercrime sprechen, laut der Polizei- und Kriminalstatistik in Deutschland mit 64.400 Straftaten zwar statistisch nur um 1% angestiegen. Im Fünfjahresvergleich registrieren wir aber seit 2009 eine Zunahme um 22%. Die Anzahl der Straftaten, bei denen das Internet als Tatmittel eine Rolle spielte, stieg auch 2013 wieder, und zwar um mehr als 12%, in absoluten Zahlen von 229.000 auf 257.000. Im Fünfjahresvergleich ist dies sogar eine Steigerung von 24%. 2013 konnten nur 25% all dieser Cybervorfälle aufgeklärt werden. Negativ formuliert könnte man sagen, 75% der Cyberstraftaten konnten nicht aufgeklärt werden. Dies ist auch ein Hinweis auf die fehlende Verkehrsdatenspeicherung, auf zunehmende Anonymisierung und Kryptierung, die das Aufklären von Straftaten im Internet wesentlich erschweren. Während sich partiell eine geringere Registrierung von Strafanzeigen beim Ausspähen und Abfangen von Daten mit -5 bis 8% ergaben, zeigen sich zweistellige Steigerungsraten bei der illegalen Datenveränderung sowie der Computersabotage, also das Einbringen von Trojanern mit dem Ausleiten von Daten, mit +18%. Zu den einzelnen Phänomenen. Phishing im Zusammenhang mit Online-Banking ist um 19% auf 4.096 Fälle wieder angestiegen. Die Täterseite hebelt auch verstärkte Sicherungsmaßnahmen, und damit meine ich mobile oder SMS-TAN-Verfahren, inzwischen aus. Spezielle Schadsoftware-Trojaner sind auf den deutschen Bankenmarkt gerichtet. Vermehrt stellen wir Schadsoftware zur Infizierung von mobilen Endgeräten der Bankkunden fest. Diese Schadsoftware ist inzwischen für die gängigen Betriebssysteme erhältlich. Phishing ist aus der Täterperspektive durchaus ein lukratives Betätigungsfeld, da eine Schadenssumme von durchschnittlich 4.000 Euro pro Fall im Jahr 2013 summiert sich der Gesamtschaden auf ca. 16,4 Millionen. 2012 waren es noch 13,8. Wie gesagt, das ist das, was wir registrieren. Das ist das sogenannte Hellfeld. Generell gilt für die mobile Kommunikation Folgendes. Smartphones sind zunehmend ein beliebtes Angriffsziel, da sie in der Regel ständig online sind. Und damit sind sie für die Botnet-Kriminalität, wo so Tausende, Zehntausende von Rechnern und ihre Rechenleistung zusammengeschlossen werden, das ideale Tatmittel, um entsprechende Angriffe, DDoS-Angriffe, Spam-Angriffe zu fahren. Always online, das ist das Stichwort bei Smartphones. Ferner erfolgen Zugriffe auf E-Mail-Konten über Smartphones, soziale Netzwerke oder Aktivitäten im Bereich E-Commerce über entsprechende Apps und ermöglichen dadurch den Identitätsdiebstahl auch hier in großem Umfange. Das Dunkelfeld bei Cybercrime wird immer größer. Nach einer Studie des LK Niedersachsens mit 19.000 Befragten aus dem Jahr 2013 werden nur 9% aller Cyberstraftaten angezeigt. Das heißt, wir müssten nach dieser Studie die registrierten Straftaten mit dem Faktor 11 multiplizieren, um ein tatsächliches Abbild der Cyberkriminalität zu erhalten. Viele Unternehmen zeigen Cyberangriffe nicht an. Ohne Anzeige gibt es aber keine Ermittlungen, das heißt keine Strafverfolgung, aber auch keine Gefahrenabwehr. Die Schadenspotenziale vergrößern sich durch Nichtanzeige. Nach einer Online-Umfrage der Schufa aus dem Jahr 2013 sind 21% aller Deutschen schon einmal Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Weitere 27% können nicht ausschließen, dass ihre personenbezogenen Daten schon missbraucht wurden. Auch dies ist ein Hinweis auf ein sehr großes Dunkelfeld bei Cyberstraftaten. Meine Damen und Herren, im Jahr 2013 hat es mit 6.754 Fällen eine deutliche Zunahme der sogenannten digitalen Erpressungen gegeben, der sogenannten Ransomware, also da, wo Lösegeld gefordert wird. Selbst technische Laien erhalten das Equipment für diese Erpressung in der Underground Economy des Internet. Für die Entsperrung des Computers werden zum Beispiel nur 100 Euro verlangt. Die geringe Summe verführt dann dazu, sich erpressen zu lassen. Man zahlt eben. Ende 2012, Anfang 2013 war es einem Täter gelungen, in 6 Tagen 200.000 PCs zu infizieren und 32.000 Mal erfolgreich zu sein. Eine Erfolgsquote zwar nur von 16%, aber sehr lukrativ.
Natürlich wird die Möglichkeit der anonymen Bezahlung über einen digitalen Zahlungsdienstleister angeboten. Versionen von Ransomware sind weltweit im Umlauf. Meine Damen und Herren, immer mehr verlagert sich der digitale Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen und der Nutzung der Informationstechnologien und digitaler Währungen in das sogenannte Deep Web. Das ist jener Teil des Internets, der mit normalen Suchmaschinen nicht aufzufinden ist. Über sogenannte Tor-Netzwerke, die der Anonymität der Nutzer dienen, wird eine Verschleierung der Verbindungsdaten erreicht oder ein anonymes Hosting ermöglicht. Über solche Online-Plattformen wird zum Beispiel auch der illegale Handel mit Drogen, mit Waffen, mit Kinderpornografie und Kreditkartendaten, wie auch die Durchführung von DDoS-Attacken für erpresserische Angriffe angeboten. Meine Damen und Herren, Cybercrime hat das Potenzial zum Massendelikt. Täter handeln schnell, weltweit, organisiert und flexibel. Nationale Grenzen spielen keine Rolle. Die Kriminalität wird durch das Internet entgrenzt. Alle Internet-User können weltweit von neuen kriminellen Erscheinungsformen sofort betroffen sein. Die im vergangenen Jahr auch in Deutschland aufgedeckten Fälle von massenhaftem Identitätsdiebstahl. Sie erinnern sich, im Januar 2013 ging es um 16 Millionen Identitäten, die abhanden gekommen waren. Im März sprachen wir von 18 Millionen. Der Zugriff auf 2 Millionen Stammdaten bei Vodafone im Jahr 2013 geriet sofort eigentlich schon in Vergessenheit. Also die Erlangung digitaler Identitäten für Kriminelle hat weiter an Bedeutung gewonnen. Denn mit der fremden Identität kann man gut einkaufen gehen, kann man Geschäfte auf eigene Rechnung machen. Dies setzt sich in 2014 fort. Meine Damen und Herren, die Professionalisierung der Cyberkriminellen hat unabhängig von der Entwicklung statistischer Daten zugenommen. Das gilt für das Gefährdungspotenzial, das alle Internet-User bedroht. Diese Entwicklung lässt sich ablesen an der Intensität krimineller Aktivitäten beim Identitätsdiebstahl, wie schon erwähnt, in Millionenhöhe, an der gestiegenen Komplexität der Schadsoftware und sich ständig ändernder Modi Operandi. Die Verteilung von Schadsoftware über soziale Netzwerke hat erneut zugenommen. Die massiven Angriffe zum Beispiel auf das Spam-House-Projekt, das eine 1998 gegründete internationale Organisation, deren Ziel die Bekämpfung von Spams ist, die in der Internetszene als Internetzensor wahrgenommen werden, führte wegen der gigantischen Angriffswelle, die es aus dem Netz gab, im März 2013 zu Auswirkungen auf die zentralen Internet-Exchange-Punkte in Frankfurt, in Amsterdam, in Hongkong und London und führte zu Teilausfällen des Internets weltweit. Neu war in 2013 für das Bundeskriminalamt auch die Entwicklung der Vermögensabschöpfung bei Bitcoins. Bei deutschen Beschuldigten, die mit Haftbefehl gesucht wurden, mussten 981 Bitcoins sichergestellt werden, zu einem Tagesmarktwert von 500.000 Euro. Die Beschuldigten handelten Drogen und Waffen auf einer Plattform in einem Tor-Netzwerk. Das Problem für die Ermittler des BKA war, die Bitcoins in einer digitalen Geldbörse aufzubewahren, was schließlich auch gelang. Eine andere besondere Dimension hatte auch eine international tätige Plattform zur Verbreitung von Kinderpornografie. Insgesamt 2 Millionen Bilder waren auf dieser Plattform. Mit dem Abschalten wurden die Online-Aktivitäten von ca. 25.000 Pädophilen weltweit unterbrochen. 200 deutsche Nutzer konnten festgestellt werden. Meine Damen und Herren, wie haben wir im Bundeskriminalamt auf diese Entwicklung reagiert? Im Ermittlungsbereich haben wir eine Gruppe Cybercrime mit derzeit 120 Spezialisten eingerichtet. Diese Gruppe wird mittelfristig durch interne Schwerpunktsetzung auf bis zu 150 Mitarbeiter aufwachsen. Ferner ist ein neues Sachgebiet Cyberspionage in der Abteilung Staatsschutz in der Entstehung, das sich mit politisch motivierter und staatlich motivierter Spionage und Cybercrime sowie Cyberterrorismus befasst. Im Hinblick auf eine noch engere Kooperation mit der privaten Wirtschaft haben wir in einem ersten Schritt einen Verein gegründet mit zunächst 3 Banken, der Commerzbank, der Inkdiba und der Hypo-Vereinsbank. Dieser Verein nennt sich G4C, das German Competence Center Against Cybercrime. Es ist zunächst als Frühwarnsystem für den Bankensektor konzipiert. Es wird eine branchenübergreifende Verbreitung angestrebt. Ferner bauen wir eine Taskforce von Experten auf, die bei Cyberangriffen den Schaden schnell erkennen bzw. beseitigen soll und die Täterermittlung einleitet. Ziel ist es, behördenübergreifende und interdisziplinäre Kompetenzen in dieser Taskforce zu bündeln. Mit dieser Aufrufeinheit ist das Bundeskriminalamt auch Teil des Nationalen Cyberabwehrzentrums des BSI.
International ist das BKA beteiligt an einem Expertenboard bei Europol mit 10 europäischen Staaten, mit den USA und Kanada. Dort versuchen wir, die Entwicklung der Cyberkriminalität zu antizipieren und Gegenstrategien zu entwickeln. Zum Beispiel ist bereits jetzt erkennbar, dass die Anonymisierungstechnologien in Tor-Netzwerken voranschreitet oder zum Beispiel die Cloud-Technologien wegen der enormen Rechenkapazitäten, wenn sie illegal genutzt werden, Entschlüsselungen in Zukunft wesentlich leichter machen könnte. Meine Damen und Herren, die von Cybercrime ausgehenden Gefahren werden in ihrem Ausmaß und in ihren Ausprägungen weiter zunehmen. Um die international agierende und vernetzte Cybercrime wirksam bekämpfen zu können, bedarf es eines noch größeren gesamtgesellschaftlichen Engagements und einer vertrauensvollen Kooperation mit den Polizeibehörden in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Auf Seiten der Sicherheitsbehörden suchen wir die Kooperation mit der Privatwirtschaft und mit Behörden im In- und Ausland. Das Internet darf kein strafverfolgungsfreier Raum sein. Kriminalitätsbekämpfung muss auch dort möglich sein, um langfristig das Vertrauen ins Internet zu stärken und dessen Vorteile zu sichern. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Zierke. Herr Professor Kempf. Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Zierke hat bereits darauf hingewiesen, über die Unterschiede zwischen Hellfeld und Dunkelfeld. Und genau weil wir wissen, dass es diese Unterschiede gibt, gibt es auch von unserer Seite Untersuchungen bei Internetnutzern. Genauer gesagt darf ich Ihnen heute vorstellen, das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Internetnutzern. In der ersten Frage haben wir abgefragt, wovor hat man denn Angst, wo fühlen sich Menschen bedroht, wenn sie im Internet unterwegs sind? Und die häufigst genannte Antwort überlasse ich hier Ihrer eigenen Einschätzung. Die häufigst genannte Antwort ist nämlich vor Abhöraktionen staatlicher Geheimdienste. Und da mag man jetzt nun persönlich dazu stehen, wie man will. Ich will Ihnen aber meine Sichtweise nicht vorenthalten. Ich halte dies für nicht sonderlich angenehm. Aber unter der Frage, wie viel Kriminalität oder wie viel Kriminalitätswirkung steht dahinter, wohl doch eher vernachlässigbar. Erst an zweiter Stelle, so das Ergebnis unserer Umfrage, nämlich mit 2/3 der Antworten, steht die Angst vor Infizierung des eigenen Computers mit Schadprogrammen, Viren, Trojanern etc. Und danach gefolgt mit knapp 2/3, 63% genauer, die Sorge vor tatsächlichem Betrug mit finanziellen Schaden im Zusammenhang mit finanziellen Transaktionen, wie zum Beispiel Online-Shopping oder Online-Banking. Lediglich jeder 10., genauer gesagt 11%, fühlt sich im Internet völlig sicher, nämlich überhaupt nicht bedroht. Die Schadprogramme, das war eben die zweithäufigste Nennung. Die größte Gefahr für Internetnutzer. 55% der Internetnutzer sind nach eigenen Aussagen innerhalb der letzten 12 Monate Opfer von Cyberkriminalität in der einen oder anderen Form geworden. Und an dieser Stelle, nicht nur an dieser Stelle, aber an dieser Stelle besonders stimme ich Herrn Zierke zu, da braucht man, um ein vernünftiges Bild zu kriegen, eine Mehrjahresbetrachtung. Immer nur die Betrachtung von einem Jahr aufs andere wird dann nicht zu richtigen Ergebnissen führen. Dennoch, wenn man diese Zahl umrechnet, dann heißt das, ca. 29 Millionen Internetnutzer sind tatsächlich in irgendeiner Form in der Nutzung, im Rahmen der Nutzung des Internets zu Schaden gekommen. Knapp 1/5, nämlich 19%, gibt nach unserer Umfrage, Herr Zierke hatte die Umfrage der Schufa zitiert, da waren es 21%, an, dass Zugangsdaten zu Internetdiensten, also digitale Identitäten, ausspioniert worden sind. Also Sie sehen auch an dem Gleichklang der Umfrageergebnisse, dass die schon wirklich repräsentativ sind. Warum interessiert es uns noch? Nicht nur, damit wir etwas Helligkeit in das Dunkelfeld bringen, sondern uns interessiert es als Verband natürlich hauptsächlich auch deshalb, weil die Frage des Vertrauens in Internet und Internetdienstleistungen natürlich einen wichtigen Hinweis darauf gibt, wie die Geschäftsmodelle unserer Branche in Zukunft wohl angenommen oder nicht angenommen werden. Das heißt, ganz konkret befürchten wir, dass die Sorge vor Cyberkriminalität natürlich auch dazu führen könnte, dass bestimmte Verbraucher, Verbrauchergruppen auf die Nutzung bestimmter Dienste im Internet verzichten. Und so ist es auch. 47% verschicken nach unserer
Umfrage vertrauliche Dokumente nicht oder nicht mehr per E-Mail. Fast ein Drittel der Befragten, nämlich 29%, verzichtet auf Online-Banking. 21% verzichten auch auf die Nutzung sozialer Netzwerke, wenngleich ich gestehe, dass dies meiner höchst subjektiven und nicht repräsentativen Beobachtung in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht entspricht.